Der Duft der Götter, gewonnen aus einem seltenen Harz. Bei keiner Zeremonie durfte er fehlen. In allen Tempeln Ägyptens brannte der Aromastoff, der genauso kostbar war wie Gold. Nicht nur die legendäre Pharaonin Hatschepsut schickte ihre Männer in das weit entlegene Punt, um von dort die begehrte Handelsware zu holen. Eine Mission voller Gefahren und Hindernisse. Die strapaziöse Reise führte in den Süden, durch die glühende Wüste und über das offene Meer. Die Expeditionen ins Wunderland. Für die Ägypter eine Fahrt auf bekannter Route. Für Forscher bis heute ein Trip mit ungewissem Ziel. Der Tempelkomplex von Atribis in Oberägypten, das letzte noch unerforschte Heiligtum der Ptolemäer. Die Ruinen stehen seit 2003 im Visier der Wissenschaft. Professor Christian Leitz und Dr. El Sayed von der Universität Tübingen leiten das Langzeitprojekt. Eine Fülle von Inschriften in der Anlage aus dem 1. Jahrhundert vor Christus verweist auf das geheimnisumwitterte Punt, das Reich, in dem der Weihrauch wächst. Naturgetreue Darstellungen präsentieren sämtliche Baumarten, die einst das wertvolle Harz lieferten. Eine sensationelle Pflanzenschau, einzigartig in Ägypten. Ebenso bedeutsam das häufige Auftauchen der Hieroglyphen für das Wort Punt. Den Ursprung des Namens können Ägyptologen bis heute nicht erklären. Nur eines der Rätsel um das legendäre Weihrauchparadies. Hier haben wir eine schöne Schreibung für den Ortsnamen Punt. Der Ortsname selbst ist bereits in den frühesten Quellen belegt. Es handelt sich nicht um ein ägyptisches Wort. Der Begriff wurde in das Ägyptische entlehnt. Ich bin mir sicher, dass die Ägypter damit einen ganz konkreten Ort gemeint haben. Nicht etwa ein Traumland, das es niemals gegeben hat. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser Begriff seinen sprachlichen Ursprung dort hat, wo Punt tatsächlich gelegen hat. Wie weit entfernt das sogenannte Gottesland auch lag, die Priester brauchten jedenfalls Unmengen an Duftharzen. Nicht nur Weihrauch, sondern auch Myrrhe gehörte zu den unentbehrlichen Opfergaben. Dreimal täglich vollzogen die heiligen Männer ein Darbringungsritual zum Schutz der kosmischen Ordnung. Die wohlriechenden Substanzen galten dabei als Nahrung für die himmlischen Mächte. Der Rauch, der beim Verbrennen aufstieg, bildete das Band zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Viele der Unsterblichen hatten ihren Wohnsitz auf den Bergen von Punt, wie Inschriften verkünden. Kein Wunder also, dass die Ägypter jenen Ort als heilig verehrten. Die Pyramide von Pharao Sahure in Abusir. Bei Ausgrabungen förderten einheimische Archäologen einen schweren Steinblock zutage, der für Aufsehen sorgte. Die Graffiti darauf beweisen nämlich, schon im Alten Reich zog eine Gesandtschaft nach Ta-Netscha, wie die Ägypter Punt nannten. Das ist das erste Mal, dass wir die Darstellung einer Expedition aus der 5. Dynastie sehen, aus der Regierungszeit des Sahure, vor 4200 Jahren. Sie zeigt Lastschiffe, die aus Ta-Netscha kommen, dem Land der Götter, wie es die Ägypter nannten. Beladen mit Hunden und Affen, mit vielen Gütern, die in den ägyptischen Tempeln gebraucht wurden. Das Interessanteste aber ist, dass wir das früheste Beispiel für eine Szene mit einem Weihrauchbaum haben. Sahure soll neben Weihrauchbäumen sogar 80.000 Maß Myrrhe importiert haben, außerdem Tonnen von Gold, Malachit und Ebenholz. Es gehörte zu den wichtigsten Pflichten der Regenten, die Versorgung der Tempel zu garantieren.
Nach Sahure berichten nur wenige Quellen über Fahrten in das sagenhafte Reich. Vermutlich kamen die edlen Zutaten in jener Zeit hauptsächlich auf den üblichen Handelswegen ins Land am Nil. Erst Hatschepsut besinnt sich wieder auf die heilige Mission. Die mächtige Frau auf dem Pharaonenthron soll den Auftrag von ihrem himmlischen Vater Amun höchstpersönlich erhalten haben, und zwar durch ein Orakel. Suche die Wege nach Punt. Erschließe die Straßen zur Myrrenterrasse. Führe das Heer auf dem Wasser und auf dem Land, um die Wunder des Gotteslandes zu bringen, für diesen Gott, der deine Schönheit Hatschepsut schuf. Die ehrgeizige Herrscherin zögert nicht, will sie doch beweisen, dass sie den Königstitel verdient hat. Um 1480 vor Christus beauftragt sie ihren getreuen Offizier und Schatzmeister mit der gefahrvollen Expedition. Das Unternehmen? Für Hatschepsut mehr als nur eine religiöse Pflicht. Die Regentin behauptet vollmundig, sie sei die Erste, die Gesandte nach Punt schickt. Ein politischer Propagandatrick. Die Vorbereitungen für die lange Reise dauern Monate und erfordern großes Organisationstalent. 5 Schiffe beladen die Männer mit Wasser, Waffen, Nahrungsmitteln und Tauschwaren. Angeblich machten sich mehrere hundert Auserwählte auf den Weg in das rätselhafte Land irgendwo im Süden. Zunächst schipperte die Delegation von Theben aus nilabwärts zum ersten Etappenziel. Die Ägypter brauchten hochseetaugliche Segler, die sie im Hafen von Koptos übernehmen sollten. Von dort führte der kürzeste Weg zum Roten Meer durch das Wadi Hammamat, eine mörderische Strapaze. Denn die Schiffe erhielten die Männer als Bausatz, also in Einzelteile zerlegt. Für die scheinbar unsinnige Aktion gab es gute Gründe, da an der gesamten Küste kein einziger Baum wuchs. 175 Kilometer misst die Strecke durch die Einöde. Tagsüber brennt die Sonne, die Nächte sind kalt. Mitten in dem unwirklichen Gebiet haben die Karawanen eindrucksvolle Botschaften in Stein hinterlassen. Über 400 Inschriften und Zeichnungen erzählen abenteuerliche Geschichten von den Treks aus dem Altertum. Ein monumentales Geschichtsbuch, das mehr als 2500 Jahre umfasst. Ein beliebtes Motiv, der Fruchtbarkeitsgott Min. Er galt als Beschützer der Ostwüste. Einer seiner Beinamen lautet Herr von Punt, weil er den Truppen auf ihrer beschwerlichen Reise ins Weihrauchland Beistand leistete. Bis zur Küste dauerte die Wanderung mindestens 10 Tage und 4 weitere bis nach Marsa Gavasis, dem einzigen bisher bekannten Hafen aus der Pharaonenzeit. Von der kleinen Bucht am Roten Meer sollte der Tross in Richtung Punt aufbrechen. Im Jahr 2004 stieß ein italienisch-amerikanisches Archäologenteam unweit vom Strand auf 2 Höhlen, eindeutig von Menschenhand ausgebaut. In 6 unterirdischen Speicherräumen fanden die Forscher das Depot der ägyptischen Seefahrer. In einer Kammer lagerten viele Schiffstaue, genug Material für mehrere Takelagen. Das war ein großes Erlebnis, wirklich ein großes Gefühl, weil wir Archäologen gewöhnlich nicht so eindrucksvolle Dinge finden. Meistens finden wir nur Müll. Deshalb war die Entdeckung der Taue eine tolle Sache. Und die Seile sind zusammen mit den Holzspanten, die wir ausgegraben haben, wirklich bedeutend. Immerhin sind sie der Beleg für die ersten hochseetauglichen Schiffe, die wir kennen. Auch legt das Team Planken aus Zedernholz frei. Es hat nicht nur Jahrtausende auf dem Buckel, sondern auch eine weite Reise vom Libanon über Koptos bis nach Marsa Gavasis.
Quellen zufolge betrieben die alten Ägypter die Marinebasis seit etwa 2500 vor Christus. Die Fundstelle können wir jetzt mit Sicherheit als Hafen der Pharaonen identifizieren. Er ist der einzige altägyptische Hafen, der bis heute entdeckt wurde. Und das ist für die Forschung von großer Bedeutung. Die Architektur spielt hier keine Rolle, denn es gibt weder Tempel noch Statuen oder Ähnliches. Aber wir haben den ersten archäologischen Nachweis für Expeditionen auf dem Roten Meer. Und ganz besonders für Expeditionen nach Punt. Der Schlüsselbeweis? Reich verzierte Bruchstücke von Lehmsiegeln und Überreste von 15 Seekisten aus Holz. Die Transportboxen stammen aus der Regierungszeit von Amenemhat III. Um 1800 vor Christus, wie eine Inschrift verrät. Doch das ist noch nicht alles. Eine Entdeckung bezeugt sogar die Reisen ins Weihrauchland. Filigrane Hieroglyphen auf einem der Deckel deklarieren den Inhalt der Kiste als Waren aus Punt. Eine Sternstunde der Archäologie. Kein Zweifel, Marsagavasis war über einen langen Zeitraum ein pulsierender Hafen und Umladeplatz für die Luxusgüter aus der Ferne. Wohin genau die Weihrauchsucher ihre Schiffe lenkten, darüber grübeln kluge Köpfe nicht erst seit heute. Der erste Vorschlag datiert aus dem Jahr 1857, der Ära der großen Forschungsreisenden aus Europa. Heinrich Brugsch studierte die Hinterlassenschaften im Land am Nil. In seinem umfangreichen Werk stellte er die These auf, dass Punt in Arabien liege. Seine Behauptung stützte er auf ein berühmtes Relief in Theben. Die Darstellung auf einer Wand im Tempel Medinet Habu zeigt, wie Gott Amun Ramses III. Das paradiesische Punt zum Geschenk macht. Dazu spricht der Unsterbliche zum Pharao: Ich wende mein Gesicht nach Osten. Die Bekundung wertete der Deutsche als geografischen Hinweis. Ein Blick auf die Karte belehrt uns, dass ein im Osten von Ägypten gelegenes Land nur Arabien sein kann. Punt sei das Goldland Ophir, aus dem König Salomon angeblich seine sagenhaften Schätze bezog. Auguste Mariette lieferte die zweite Theorie. 1858 legte der Franzose den imposanten Totentempel von Königin Hatschepsut frei. In der Galerie der südlichen Säulenhalle erwartete die Ausgräber eine Sensation. Die Wände bedeckte ein farbenprächtiges Bildprogramm, das erstaunlich gut erhalten war. Die Szenen erzählen von den Großtaten der stolzen Pharaonin. In erster Linie von ihrer legendären Expedition nach Punt. Mariette fiel sofort auf, dass die exotischen Tiere, wie die wilden Leoparden und Paviane, eher nach Afrika passen als nach Arabien. Vor allem die Giraffen wies er als typische Savannenbewohner dem schwarzen Kontinent zu. Hatschepsuts Mission nach Punt, nach wie vor die bekannteste Reise in das Wunderland. Vermutlich schickte die Herrscherin auch ihre Hofkünstler mit, damit sie den Erfolg später gebührend dokumentierten. Die naturgetreuen Reliefs, mit geradezu wissenschaftlichem Ehrgeiz gestaltet, gleichen einer Bildreportage in Stein. Zoologen versuchten sogar, die dargestellten Fische näher zu bestimmen. Mehr als 280 Arten verglichen sie mit den Bildnissen im Tempel. Einige der Meerestiere, so das Fazit, tummeln sich sowohl vor der afrikanischen als auch vor der arabischen Küste. Die umstrittenste Figur ist die Fürstin von Punt. Ihre massige Gestalt mit dem auffälligen Fettsteiß brachte die These auf, die Frau litt an der Elefantenkrankheit oder war vom Stamm der Hottentotten. Die palmenumsäumten Rundhütten auf Stelzen untermauern die Verortung von Punt in Afrika.
Völkerkundler kennen derartige Behausungen aus dem Osten des schwarzen Kontinents. Belege dafür fanden sie im Sudan und in Eritrea, wenn auch dort nicht als Hochbau. Der eingemeißelte Augenzeugenbericht spricht offensichtlich nicht für Arabien, obwohl im Süden der Halbinsel Weihrauch im Überfluss gedieh. Zumindest Hatschepsuts Schiffe nahmen Kurs auf das Horn von Afrika, wo die Harzbäume ebenfalls wuchsen. Da die alten Ägypter noch nicht gegen den Wind kreuzen konnten, fuhren sie wahrscheinlich in Sichtweite der Küste nach Süden. Wenn Eritrea tatsächlich als Punt in Frage kommt, müssten Ausgräber, wie in Marsagavasis, auch dort einen Hafen aufspüren, der in die Pharaonenzeit gehört. Der Landesarchäologe von Eritrea, Dr. Josef Liebsekal, versucht schon lange, das Rätsel zu lösen. In einigen Buchten hat er bereits vielversprechende Spuren ausfindig gemacht. Auch untersucht der Wissenschaftler die Überreste der Handelsstadt Adulis am Ufer des Roten Meers. Wie Atribis entstand der Ort unter der Herrschaft der Ptolemäer, allerdings schon in der Frühzeit ihrer Dynastie. In jener Epoche gingen von dort aus ständig Exporte von Kriegselefanten nach Ägypten. Vielleicht zogen aber schon zur Zeit von Hatschepsut Delegationen ins reiche Eritrea. Dass Eritrea mit Punt identisch ist, davon ist Dr. Liebsekal überzeugt. Nach seiner Auffassung sprechen vor allem die üppigen Weihrauchvorkommen für seine Behauptung. Die Aromaharzbäume wachsen oben in den Bergen. Sie brauchen eine bestimmte Höhenlage und ein ganzjährig trockenes Klima. Die afrikanische Sorte unterscheidet sich in Wuchs und Rinde eindeutig von der arabischen Variante. Die milchigen Harztränen nannten die Menschen des Altertums Schweiß der Götter. Die Ernte an den steilen Hängen, damals wie heute, eine Knochenarbeit. Mit einem Schabemesser verletzen die Sammler die Baumrinde an mehreren Stellen, damit der klebrige Saft austreten kann. Etwa 2 Wochen muss die Absonderung aushärten, dann erst wird sie abgekratzt. Die frühe Ausbeute erzielt noch nicht die besten Preise. Durch das wiederholte Öffnen der Wunde aber fließt das Sekret immer leichter und gewinnt an Reinheit. Gegen Ende der Saison beschert der Baum den Eignern dann die gewünschten Top-Qualitäten. Zwischen Oktober und März erholen sich die Gewächse. Dieser Ort hat große Bedeutung für das Rätsel um Punt. Wir glauben, das Land könnte hier gewesen sein, weil die meisten Produkte, die von den Ägyptern importiert wurden, hier vorkommen. Das gesamte weitläufige Plateau ist von Weihrauchbäumen überzogen. Auch beruht der Reichtum der Gegend auf den üppigen Goldvorkommen. Noch heute suchen die Einheimischen nach Gold, das sie vor allem im Fluss Gash waschen. Gemeinsam mit dem Elfenbein und den vielen wilden Tierarten, für die sich die Ägypter interessierten, ist es wahrscheinlich, dass diese Region das Land Punt ist. Die Weihrauchgenossenschaft von Keren. Bis zum Krieg mit Äthiopien machte sich Eritrea als Großerzeuger des Duftharzes einen internationalen Namen. Dank der exquisiten Ware boomte das Exportgeschäft. Botaniker schätzen, dass in der Ära der Pharaonen noch weit größere Flächen mit den begehrten Nutzbäumen bedeckt waren. Das Verbrennen von Räucherwerk gehört zum Alltag der Menschen. Und das seit Jahrtausenden. Auch bei der aufwendigen Kaffeezeremonie, die einem Ritual folgt, das von Generation zu Generation überliefert wird. Es gehört zu den vornehmlichen Aufgaben der Frauen, das aromatische Getränk vorzubereiten und bei jedem Familientreffen zu servieren. Auch vor wichtigen Besprechungen im Dorf darf der Mokka nicht fehlen.
Der Rauch und Duft des Harzes, so glauben die Einheimischen, reinigt die Atmosphäre und schafft die Verbindung zu den guten Geistern. Die Rundhütten in der Savanne des Tieflandes. Ein weiteres Argument für die Theorie von Dr. Liebsekal. Eritrea, ein Punt wie aus dem Bilderbuch. 40.000 archäologische Stätten bietet das Land, fast alle noch unerforscht, weil das Geld dafür fehlt. Das paradiesische Gebiet, eine Traumwelt mit grünen Bergen und weiten Tälern. Tausende von Elefanten zogen durch das Terrain und lieferten Elfenbein in Hülle und Fülle. Leoparden, Antilopen und Giraffen, ein reicher Bestand an exotischen Tieren. Ihre Felle verkauften die Händler in großer Stückzahl an das Land am Nil. Aus dem Hochland kamen nicht nur Weihrauch, sondern auch Myrrhe und das seltene Ebenholz. Das schimmernde Gold spendeten die zahlreichen Flüsse. Eritrea entspricht genau der Vorstellung, wie sie die Ägypter in ihren Hymnen besangen. Auf dem Kouaito-Plateau im Süden liegt vielleicht der Schlüssel zum Geheimnis von Punt. Die riesige Hochebene ist übersät von Monumenten aus der Vergangenheit. Etliche Tempelruinen stehen dort mitten im Niemandsland. Sie stammen aus der Epoche der Könige von Aksum, etwa um Christi Geburt. Die zahllosen geborgenen Keramikscherben legen nahe, dass unter der kargen Oberfläche noch viel ältere Siedlungsschichten schlummern. Eine einzigartige Fundgrube. Bis jetzt haben wir auf dem Kouaito-Plateau 750 Fundstellen entdeckt. Kouaito ist kein geschlossenes Areal, sondern eine Ansammlung von Grabungsplätzen. Wir glauben, hier liegt der größte Fundkomplex Afrikas südlich der Sahara. Es gibt Tempel, Straßen, Feucht- und Trockengebiete, Dämme und Zisternen, eine enorme Vielfalt. Vom Plateau führt ein steiler Saumpfad aus Pflastersteinen in die Tiefe. Befestigt wurde er im Altertum. Über zwei Flusstäler schafft er eine direkte Verbindung zum Hafen von Adulis. Eine Schnellstrecke. Die Reise dauerte nur 3 Tage, im Gewaltmarsch sogar nur 2. Karawanen strömten aus allen Himmelsrichtungen nach Kouaito. Über Jahrtausende bewährte sich das Areal als idealer Umschlagplatz. Die herausragende Stellung verdankte der Ort seiner zentralen Lage unweit der Rohstoffregionen. Zudem ließ sich die natürliche Festung Kouaito vor Überfällen gut schützen. Die Einheimischen aus dem Tiefland lieferten Weihrauch, Gold und Elfenbein. Das Ebenholz kam aus den umliegenden Bergen. Wie auf einem Markt konnten die Kaufleute in Kouaito das reiche Angebot sorgfältig prüfen und zum Transport nach Adulis bereitstellen. Auch wenn archäologische Beweise noch fehlen, die Indizien sprechen für sich. Da Eritrea all die Luxusgüter bot, die Ägypten zum Ruhm seiner Herrscher dringend benötigte, könnte auch die Delegation der Hatschepsut dorthin gesegelt sein. Und vermutlich war sie weder die erste noch die letzte, die ihre Leute ans Horn von Afrika schickte. An der mangelnden Hochseetauglichkeit der Schiffe scheiterte keine Expedition über das Rote Meer, wo immer das Ziel auch lag. Trotzdem gingen die Ägypter nicht als große Seefahrer in die Geschichte ein. Die 20 Meter langen Segler ließen sich bei ungünstigem Wetter nur schwer manövrieren. Havarien waren damals gang und gäbe. Mit der kostbaren Fracht an Bord kehrten die Gesandten der Hatschepsut nach etwa 6 Monaten wohlbehalten zurück. So viel ist überliefert. Die Ankunft in Theben gleicht einem Triumphzug. Niemals wurde dergleichen durch irgendeinen Herrscher, der je auf der Erde existiert hat, erbracht, lautet die königliche Inschrift. Damit nicht genug. An die Wände ihres toten Tempels lässt sie einmeißeln, dass die Fahrt nach Punt
so bedeutsam sei wie ein siegreicher Feldzug. Szenen zeigen Einheimische aus dem Traumland, wie sie Hatschepsut demütig Gaben darbringen. In ihrer Begeisterung lässt sie Nehesi, den Schatzmeister und Anführer der Mission, sogar in Stein verewigen. Eine Auszeichnung, die Untertanen im Reich der Pharaonen nur selten widerfuhr. Hatschepsuts Beschaffung der heiligen Waren stärkt ihr Ansehen als erste Frau im Reich. Den Kultbetrieb in den Tempeln kann sie weiter unterhalten. Eigens dafür importiert sie Setzlinge der Balsambäume. Eine Plantage soll ihr Unabhängigkeit von der Rohstoffquelle garantieren. Darüber hinaus handelt die Regentin aus religiösen Motiven. Um ihren göttlichen Vater Amun zu erfreuen, will sie die grünen Berge von Punt nachbilden und das an prominenter Stelle, nämlich auf den Terrassen direkt vor ihrem Heiligtum. Doch das Klima im Nilland machte den Plan zunichte. Die Pflanzen gingen ein. Um 1180 vor Christus entsendet angeblich Ramses III. Eine Expedition nach Punt, wie Inschriften im Tempel von Medinet-Habu überliefern. Allerdings muss der Pharao zur selben Zeit Angriffe der Libyer und der Seevölker abwehren. Für kostspielige Fahrten nicht gerade eine günstige Voraussetzung. Nach seinem Tod erschüttern schwere Hungersnöte und innere Unruhen das Land. Ägypten versinkt allmählich im Chaos. Die Route durch das Wadi Hammamat bis zum Hafen Marsagavasis wird zur Falle. Wegen der politischen Wirren können die Machthaber die Karawanen nicht gut genug schützen. Leichtes Spiel für Räuber und Schmuggler. Immer wieder kommt es zu Überfällen durch marodierende Nomaden. Sie reißen die unermesslichen Schätze aus Punt an sich. Quellen berichten, nicht selten töteten die Gesetzlosen die Reisenden bis auf den letzten Mann. Fast 1000 Jahre wagten sich nur noch wenige Ägypter durch die Todeszone der Ostwüste. Die Götter aber verlangten nach dem edlen Räucherwerk. Vermutlich kam der Nachschub in jener Epoche vor allem von der arabischen Halbinsel. Für die Ägypter brachte das erhebliche Nachteile. Die Königreiche entlang der Strecke erhoben von den Händlern saftige Zölle und trieben so die Preise in astronomische Höhe. Von den Anbaugebieten im Süden lief die Weihrauchstraße von Kana über Marib und Petra bis Gaza. Der afrikanische Landweg führte von Eritrea durch Nubien entlang des Nil nach Ägypten. Doch wegen ständiger Nachbarschaftskriege war er meist nicht passierbar. Die Einstellung der Seefahrten nach Punt eröffnete den Kaufleuten aus Arabien die Gelegenheit, großen Reichtum zu erwirtschaften. Jahrhundertelang hielten sie das Monopol über den Fernhandel mit Weihrauch. Kaum ein Abnehmer wusste, wo die gewinnträchtigen Plantagen lagen. Nicht einmal die Ägypter. Die Priester im Land am Nil verwendeten die Duftharze zwar weiterhin, aber den Produkten fehlte sozusagen der göttliche Segen. Der Kult veränderte nach und nach sein Gesicht. Die Verbindung nach Punt riss ab. Im ersten Jahrhundert vor Christus jedoch wendet sich das Blatt. Ptolemäus XII. Ließ mitten in der Stadt Atribis einen gigantischen Tempel errichten. Das Herzstück, die Puntkammer im Inneren der Weihestätte. Der Mythos vom Weihrauchland ist wieder zurück. Die eindrucksvollen Reliefs lesen sich wie ein botanisches Lehrbuch. Wir befinden uns hier in der sogenannten Puntkammer. Ägyptisch ist das die Kammer des Gotteslandes. Das steht hier, Set Ta Netscher. Gottesland ist ein poetischer Begriff für Punt. Im unteren Register finden Sie eine lange Reihe von Weihrauchbäumen, begleitet von ausführlichen Inschriften,
die in einen längeren botanischen und einen kleineren mythologischen Teil zerfallen. In diesem botanischen Teil finden sich einzigartige Informationen über die Farbigkeit der verschiedenen Harze, die Konsistenz, auch die Größe der Harzkörner und vor allem auch die fremdländischen Namen der verschiedenen Weihrauch- und Myrrhearten. In dem mythologischen Teil werden dann die einzelnen Harze und ihre Stoffe mit der ägyptischen Götterwelt und deren Mythologie in Verbindung gebracht. Die Hieroglyphen für Punt. Unter dem ptolemäischen Herrscher gewinnt das ferne Gebiet offensichtlich an religiöser Bedeutung. So wie in der Ära der Hatschepsut, jedoch unter neuen Vorzeichen. Denn fremde Pharaonen regieren das Reich. 332 vor Christus erobert Alexander der Große Ägypten. Seine Nachfolger begründen die Dynastie der Ptolemäer und erklären Alexandria zur Hauptstadt. Für den ägyptischen Seehandel brechen goldene Zeiten an. Die Regenten lassen die Karawanenstraße zum Roten Meer absichern. Expeditionen nach Punt steht fortan nichts mehr im Weg. Nach Meinung der Forscher lag die Beschaffung des teuren Weihrauchs jedoch in mehreren Händen. Die Märkte für den Warenverkehr öffneten sich. Wie in früherer Zeit besitzt auch in ptolemäischer Zeit der König das Monopol auf den Weihrauch. Allerdings werden jetzt nicht ausschließlich Handelsunternehmungen vom König nach Punt losgeschickt. Es gibt auch zivilen Handel. Das heißt, es gibt zivile Unternehmer, die Handelsschiffe ausrüsten, Expeditionen ausrüsten, die nach Nordostafrika fahren, um Weihrauch und andere Aromata zu erhandeln, um diese dann dort in Alexandria an den König zu verkaufen zu einem festgesetzten Preis. Die wohlriechende Substanz bleibt nicht mehr allein dem Kult im Tempel vorbehalten. Das klebrige Harz hält auch Einzug in die privaten Haushalte. Die Ägypter lieben es, Öle und Kosmetika mit Weihrauchessenzen anzureichern. Der Duft der Götter avanciert zum Verkaufsschlager für jede Gelegenheit. Die Vielfalt der Baumarten auf den Wänden von Atribis legt nahe, in der Epoche der Ptolemäer importierten die Kaufleute den Rohstoff aus mehreren Ländern. Punt ist plötzlich überall, wo Weihrauch wächst. Die Tradition, von der heiligen Mission der Hatschepsut folgte, lebte dennoch weiter. Auch Ptolemäus XII. Unterstellte seine Unternehmungen dem göttlichen Auftrag. Sicher wollte er Ägypten zu altem Glanz verhelfen und an die große Vergangenheit anknüpfen. Wie Atribis zeigt, unterhielten die Priester sogar ein eigenes Laboratorium für die Herstellung von Aromastoffen. Professor Leitz und sein Team entdeckten ein fein gemeißeltes Bildprogramm, das sich über eine lange Wand hinzieht. Die Szene gibt Aufschluss über das erfolgreiche Tempelgeschäft. In einer Prozession trägt eine Reihe von Tagesgöttern jeweils ein Gefäß mit einer bestimmten Zutat vor sich her. Der Name dieses Gottes ist der eines Tagesgottes. Das heißt, er ist ein Repräsentant eines ägyptischen Kalendertages. In der Sonnenscheibe sind winzige Hieroglyphen. Da steht ebenfalls der Name einer Tagesgöttin. Und in dem Gefäß gibt es winzige kleine Inschriften, die verschiedene Ingredienzien benennen. An jedem Tag eine andere. Es handelt sich um Aromata, Harze, Weihrauch, Myrrhe, Salbe, Johannisbrot und solche ähnlichen Dinge. Und hier unten, das sind die Quantitätsangaben. Rechnet man jetzt diese Kalendertage in unseren Kalender um, so kommt man auf ein Datum Mitte November. Das ist kein zufälliges Datum, weil die Punt-Expeditionen, die starteten im Sommer, wenn die Wind- und Strömungsverhältnisse günstig waren, mussten dann einige Monate unten warten, bis sich diese Wind- und Strömungsverhältnisse gedreht hatten und kamen etwa Mitte November wieder in Ägypten an. Und das heißt, dann konnte man mit der Zubereitung dieses Räuchermittels beginnen. Das heißt, die Priester folgten einem bestimmten Rezept, das exakt vorgab, wann welche Substanz in welcher Dosierung verwendet wurde. Hinter verschlossenen Türen bereiteten die frommen Männer die geheime Mixtur zum Wohlgefallen der Götter.
Die Prozedur war kompliziert und nahm Monate in Anspruch. Schriftquellen rühmen eine spezielle Paste mit Namen Kyphi. Ihr angenehmer Geruch machte sie in der gesamten antiken Welt zur gefragten Handelsware. Seit Jahren erforscht die Ägyptologin Lise Manicke die Zusammensetzung des Wundermittels. Den Chemiker Vincent Le Tertre konnte sie für einen Laborversuch gewinnen. Zimt, Mandeln, Wacholder, Rosinen und Honig. Nur einige der insgesamt 16 Ingredienzien. Die Bestimmung der Zutaten basiert auf alten Überlieferungen. Nach kniffligen Recherchen hat die dänische Wissenschaftlerin das Originalrezept zusammengestellt. Es fehlen nur noch die exotischen Duftharze Myrrhe, Mastix und Weihrauch. Sie kommen zuletzt in den Mörser. Das fertige Kyphi enthält eine hohe Konzentration an ätherischen Ölen. Die Experten erwarten daher einen extrem schweren Geruch. Die Feuerprobe. Im Hitzetest entfaltet sich der unverkennbare Duft, den die Götter Ägyptens einst so liebten. Das intensive Aroma verbreitet sich rasch. Es steigt zu Kopf und löst ein leichtes Schwindelgefühl aus. Um den Unsterblichen nahe zu sein, sicher ein willkommener Effekt. Für moderne Nasen jedoch mehr als gewöhnungsbedürftig. Also das ist nicht up to date, das kann man auf keinen Fall sagen, aber das hat was. Es war ganz bestimmt ein Erfolg im alten Ägypten für fast 2000 Jahre. Auch in der antiken Welt, denn die Griechen und Römer liebten es auch. Ich denke, Plutarch hat es wunderbar beschrieben. Er sagt, der Duft verstärkt die Fähigkeit zu fantasieren. Er sorgt für einen leichten Geist und ruft Träume herbei. Vielleicht den Traum, dass wir im alten Ägypten sind. Warum die Priester Punt zum beherrschenden Thema der Tempelanlage wählten, liegt für die Forscher auf der Hand. In der Spätzeit Ägyptens steht Atribis zweifelsfrei für die Rückkehr alter Glaubensvorstellungen in einer Epoche, als die Ära der Pharaonen dem Ende entgegenging. Der Kolossalbau mit seinen enormen Ausmaßen sollte noch einmal die Macht der Ptolemäer demonstrieren. So wie es die Dynastie schon in Dendera und an anderen Orten Oberägyptens getan hatte. Die grandiosen Heiligtümer errichteten die Regenten aus politischem Kalkül. Sie wollten die mächtige Priesterschaft zufriedenstellen, damit sie das Königshaus unterstützte. Als Fremdherrscher standen die Ptolemäer in dem Ruf, nicht in der ägyptischen Religion verwurzelt zu sein. Doch die Tradition sah vor, dass der Pharao im Staatskult die Hauptperson war. Daher hing jeder König von der Loyalität der Tempeldiener ab. Denn die Priester vollzogen sämtliche Zeremonien, die dem Throninhaber gottgleichen Status verliehen. Und sie bestimmten auch die Ausgestaltung der Weihestätten. Die Dekoration in Atribis diente also einer klaren Aussage. Mit aller Deutlichkeit verkündet Ptolemäus, die Versorgung der Tempel mit den unterschiedlichsten Aromastoffen ist gesichert. Der Weg durch die Wüste stellt keine Gefahr mehr dar. Und die Expeditionen nach Punt finden wieder statt. Deshalb erhebt der Herrscher den Fruchtbarkeitsgott Min zum Beschützer seines Prestigeobjekts. Ein deutlicher Hinweis auf die geografische Lage von Punt. Hinter dem Min sieht man dann eines seiner charakteristischen Attribute. Hier diese sogenannte Rundhütte. Und diese Rundhütte hat man auch als einen möglichen Hinweis auf eine afrikanische Herkunft dieses Gottes genommen, weil sie entfernt den Behausungen der Puntbewohner ähnelt, wie sie in der El-Bahri im Tempel der Hatschepsut dargestellt sind. Als Mins Gefährtin präsentiert sich Repit, eine geheimnisvolle Göttin mit Löwenhaupt, die bereits im 3. Jahrtausend vor Christus erwähnt wird. Auch sie steht in Verbindung zu Punt. Es handelt sich bei Repit um eine von mehreren löwengestaltigen Göttinnen, die als Tochter des Sonnengottes galten.
Es gab einen Mythos von dem sogenannten fernen Sonnenauge. Das heißt, das Sonnenauge entfernt sich von seinem Vater Re zur Zeit der Wintersonnenwende, wandert immer weiter nach Süden und kehrt dann bis zur Sommersonnenwende wieder nach Ägypten zurück. Es heißt unter anderem, da sie ja nach Süden wandert, ist der Weg nach Punt nicht weit. Und Punt ist dann einer der möglichen Aufenthaltsorte dieser fernen Göttin. Ripit, ein Mischwesen aus Raubtier und Frau. Eine der Unsterblichen, die das ferne Paradies zur Wohnstadt erkoren. Eine Inschrift in ihrem Tempel erzählt von Ritualen, die allnächtlich dort gefeiert wurden. Ihr zu Ehren, heißt es, verlosch niemals das Licht im Allerheiligsten. Mit Wohlgerüchen aus Punt, mit Tanz und Musik huldigten die Priester ihrer Schutzherrin. Ein letztes Aufbegehren der Ptolemäer in Zeiten des Umbruchs. Die Invasion der Römer konnten die Ägypter nicht stoppen. Trotz der Versuche, uralte Traditionen des Landes am Leben zu erhalten. Die große Kleopatra, Tochter des Bauherrn von Atribis, sollte als letzte Pharaonin in die Geschichte eingehen. Im Jahr 30 vor Christus machten die Herren vom Tiber Ägypten zur römischen Provinz. Das ruhmlose Ende einer glorreichen Vergangenheit. Über 2500 Jahre, so sagen die Quellen, hielt sich der Mythos vom Gottesland Punt, jenem Land, in dem der Weihrauch wuchs. Legendär die Expedition von Königin Hatschepsut, der ehrgeizigen Frau, die im Namen der Götter ihre Gesandten ausschickte. Der Herrscherin verdankt die Nachwelt die ersten wissenschaftlichen Hinweise auf das rätselhafte Gebiet irgendwo in Afrika. Ein heiliges Terrain, in dem die Unsterblichen auf grünen Hügeln wohnen, in dem viele Arten exotischer Tiere die weiten Savannen bevölkern und das kostbare Gold in den Flüssen schimmert. Punt ist das einzige der Fremdländer, das die Ägypter nie erobern wollten.